Guter Feuerball von Morten Royal. Bitte reicht zwei Hits. Entzünden die Bildchen und wir kriegen den letzten Hit raus. Aber diesmal haben wir wirklich das Spiel gewonnen. Mal 5 Elixier. Ich kann es nicht fassen. Kurz die Challenge nicht gecheckt. Im heutigen Schrabi zeige ich euch das beste Deck für das neue Beschleunigungsturnier. Beschleunigungsturnier relativ einfach erklärt. Erst einmal Elixier, dann 2, 3, 4, 5. Das heißt, jede Minute wird das Elixier erhöht. Das heißt, es gibt auf jeden Fall verschiedenste Decks, die wirklich gut funktionieren. Und im heutigen Video zeige ich dir das beste Deck für das neue Turnier. Meiner Meinung nach ist dieses World Giant Deck extrem süß, denn ihr habt in jeder Elixier-Phase wirklich einen kleinen Vorteil. Am Anfang könnt ihr erstmal herausfinden, was der Gegner spielt. Und an der zweifachen, dreifachen könnt ihr dann wirklich aktiv die Königsgeister und die Royal Giants an die Brücke spammen. Außerdem mit dem Fischermann, wo ihr dann wirklich in dreifach und vierfach 24-7 die Truppen hin und her poolen könnt, habt ihr einfach krasse Vorteile und Art spielen. Ich denke, wir müssen nicht darüber reden. Einfach den 3-Karten-Cycle abusen. Absolut OP und wirklich meiner Meinung nach das beste Deck für das neue Turnier. Das heutige Deck werden wir mit Karl in Legend testen. Also auf jeden Fall auch gerne Karls YouTube-Channel in der Beschreibung abchecken und natürlich auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren, wenn du weiterhin jedes Mal für die neuen Challenges und Turniere die besten Decks nicht verpassen willst und natürlich auch gerne an Creator Gemorm Shop Deck. Ich freue mich extrem darüber und dann würde ich sagen, wir springen sofort in die Games. Let's go. So Leute, hier sind wir im ersten Game und testen dieses Deck gegen Call the Legend. Ich habe Karl gesagt, er soll die besten Decks seiner Meinung nach im Ramp-Up Global Tournament spielen und wir werden natürlich jetzt rausfinden, wie gut seine Decks sind, wie gut mein Deck ist und ich kann herausfinden, ob ich das Video wirklich hochladen kann, weil manchmal stelle ich auch Decks vor, beziehungsweise mache Decks und am Ende klappen sie nicht und lade es natürlich nicht hoch. Deswegen finden wir es jetzt raus gegen Call the Legend. Auf jeden Fall auch Karl natürlich gerne abchecken. Das habe ich, glaube ich, schon im Intro erwähnt. So, natürlich Ramp Up. Erstmal 1, dann 2, dann 3 und so weiter. So, Skays kommen rein. Ich glaube, die Skays waren sogar ganz gut getimed. Archer Queen. Sehr, sehr gut. Archer King kommt rein. Ich bin gespannt, was er jetzt macht gegen die Archer Queen. Ich hätte, glaube ich, erst holzen sollen und dann die Ability. Ich glaube, das wäre ein bisschen besser gewesen. Aber ich glaube, es geht trotzdem klar, dass wir jetzt hier einen Hit bekommen, zwei Hits bekommen. Es sieht so aus, als würde er Golem spielen oder Graveyard. Okay, ich würde sagen, wir jetzt den Ghost rechts. Warum? Einfach, dass wir ein bisschen Druck erzeugen. Jetzt sehen wir schon, wir gehen jetzt hier schon niemals zwei Elixier. Was ich jetzt mache, ist natürlich ein Royal Giant an die Brücke spielen. Einfach, dass wir hier ja, ein bisschen mehr Druck erzeugen. Macht dann relativ krass viel Sinn. ich bin der Meinung, dass wir hier einen Feuerball bringen können. Hier bringen wir ein Holz rein. Okay, das zünden wir jetzt instant. Das ist eine sehr, sehr gute Zündung hier. Er bringt hier Ding. Nee, tut er das? Okay, nee, tut nicht. Wahrscheinlich, weil er dachte, dass es vielleicht nicht funktioniert. Okay, er bringt hier mal den nächsten Golem. Ist vielleicht der richtige Play. Ein bisschen Elixier sparen. Aber auf jeden Fall nicht so bad. Jetzt den nächsten Royal Giant rein. Okay, Queen lassen wir sterben, wenn wir gleich die nächste Queen im Cycle haben. Bin gespannt, was er macht. Kriegen wir hier die Chain auf den Bomber? Wir kriegen echt die Chain auf den Bomber. Das ist sehr nice. Okay, das war aber auch ein guter Grabstein von ihm. Fischermann rein. So, gucken, was er jetzt macht. Hier gibt es auf jeden Fall ein E-Spirit. Skelette nochmal rein. Und wir kriegen das ganz, ganz gut verteidigt. Nächster Golem an die Bridge. Alter, jetzt sind wir schon nochmal drei Elixiermus. Ich kann dir wirklich sagen, was hier abgeht, ist insane. Nächster Fischermann rein. Ich hoffe, er prediktet ihn irgendwie nicht. Das wäre nicht so geil. Feuerball rein. Und was passiert jetzt hier mit dem Fischermann? Fischermann-Spam. Er bringt jetzt hier einen ganz guten Lightning. Der Golem könnte an den Turm gehen. Aber wenn wir jetzt hier die letzte Sekunde loggen, ist er trotzdem am Turm. Perfekt, Digga. Royal Giant rein. Okay, jetzt bin ich schon, was er macht. Das Feuerballen wir einfach mal. Warum? Ja, weil wir eh hier Feuerballen können. Easy. So, was jetzt hier gibt, ist gleich hier ein Log. Und ich frage mich, ob er den AG floss. Vielleicht braucht nur eine GG's well played. Wir gewinnen das erste Spiel Royal Giant gegen Golem. Warte, ist noch nicht vorbei. Was? Hä? Wieso ist es noch nicht vorbei? Ich dachte, ich habe gewonnen. Ah, es ist ja noch nicht Sudden Death. Wie lost! Das ist das Loste, was ich je gesehen habe in meinem Leben. Das ist ja komplett lost. Okay, Kron-K.O. Wie kann man so lost sein wie Morten Royal? Was? Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Oh, wir haben den Feuerball auch gemisst. Auch perfekt. Aber ich glaube, das sollte eigentlich relativ gut klar gehen. Okay, Feuerball haben wir hier nochmal. Zweiter Feuerball, 3-Karten-Zeige carried. Aber das war wirklich, bin ich auch ein bisschen ehrlich, bodenlos. Bodenlos. Okay, jetzt zeigen wir einfach nochmal einen Feuerball durch. Hier gibt es den Fischermann mal so. Relativ underratedes Fischermann-Placement, finde ich. Ha, einmal ganz wegziehen. Holz mal rein. Nächster Fischermann. Archer Queen mal so rein. Okay, das war jetzt nicht gut. Hilfe. Sollte aber hoffentlich hier klar gehen, wenn ich jetzt hier den nächsten Fischermann so platziere. Hier zünden wir einfach mal. Okay, hat er was? Er muss eigentlich jetzt einen späten Grabstein bringen. Macht er jetzt auch. Dann gibt es hier einen Lock rein.
Hier gibt's einen Feuerball rein. Hier gibt's einfach eine Archie an die Brücke. Ein Hit. Bitte reicht's. Zwei Hits. Erzünd die Bildchen und wir kriegen den letzten Hit raus. Aber diesmal haben wir wirklich das Spiel gewonnen. Mal 5 Elixier. Ich kann es nicht fassen. Kurz die Challenge nicht gecheckt. Hier, Leute, nächstes Game. Also nach dem ersten Game muss ich wirklich sagen, dass wir die Challenge jetzt nochmal von vorne hinweg verstehen müssen. Viel Glück an ihn. Also mal 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin auch gar nicht mehr. Am Ende habe ich gar nicht mehr gecheckt. So, ich habe einfach nur Truppen gespammt. Auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir bringen vielleicht jetzt mal hier ein Löckchen. Und zeige mal ein Holz durch. So, am Anfang natürlich mal 1. Das heißt, ganz normal defensiv spielen. Ihr wollt nicht zu aggressiv reingehen, weil es ja ein ganz normales Spiel ist. Und ich denke, wenn ihr weiteres Gameplay auch zu diesem Deck sehen wollt, auch außerhalb von Ramp Up, könnte ich euch gerne das Video von gestern empfehlen. Da könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Da bin ich auf Platz 1 der Welt mit diesem Deck gepusht. Und ja, er macht jetzt, glaube ich, den King Tower an. Kann man machen, aber da wir ja Royal Giant spielen, ist es ja für mich persönlich relativ irrelevant. Und es könnte sein, dass ihr ja ein Giant Graveyard Deck spielt. Giant Graveyard Matcher, was nicht unbedingt krass einfach ist, aber was auch nicht unmöglich ist und wo ich sagen muss, da es länger geht. Sollte auf jeden Fall Vorteile für uns haben, weil wir dadurch dann mehr, ja, Zeigekarten spielen können, größeren Push aufbauen, mehr Fischermänner spammen können. Das ist echt relativ nice. Es wäre relativ cool, wenn der Ghost nicht angetaggt wird. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel doppelt wäre. Oh, er spielt Sparky. Okay, das ist räudig. Kriegen wir ein E-Spirit perfekt getimed? Das wäre insane. Kriegen wir. Okay. Oh, das sollte kein Fischer sein. Das sollte kein Fischer sein. Das sollte kein Fischer sein. Okay, Holzprojekt, Holzprojekt. Oh. Okay, nicht so klappt, wie ich es wollte. Okay, hat noch einen Miner. Komisches Deck hier von Call the Legend. Was ich jetzt machen, wir jetzt einfach einen Royal Giant in die Brücke bringen. Weil ich weiß nicht, wie er das verteidigen will. Bringen jetzt wahrscheinlich einen Sparky rein. Ne, eine Minion Horde. Okay, die wird gefeuert. Jetzt instant die, der Elektrospit, falls Bats kommen. Für den unfassbar krassen Predict. Aber da kommt der Mini-Pack rein. Wir kriegen auf jeden Fall hier guten Damage. Okay. Sparky natürlich auch ein Deck, was natürlich desto länger das Game geht, normalerweise immer besser wird. Also auch ein Deck, was ich empfehlen kann. Vielleicht auch lieber eine Goblin Giant Sparky Variante mit Rage. Aber ich denke, Goblin Giant Sparky ist auf jeden Fall auch relativ schwierig. Ich denke, Beatdown Decks allgemein werden dieses Deck dominieren. Lava, Sparky, Giant, Royal Giant, Golem. Das sind so die Decks, die ich euch empfehlen kann. Vielleicht auch eine Elektrorisen Variante, auch wenn ich Elektrorisen persönlich das halt nicht so gut finde. Aber das sind auf jeden Fall die Decks, die ich euch empfehlen kann. Was ich jetzt machen werde, ist hier schnell die Ability zünden. Das ist relativ nice. Was ich jetzt machen werde, ist hier einen Fischer, einen E-Spirit bringen. Einfach nur zum Dings. Jetzt gibt es die Skelette rein. Und jetzt gibt es den nächsten. Oh, es war ein sehr starker Sepp hier von Karl. Hier geht's aber ein Feuerball jetzt rein. Und der Feuerball wird auf jeden Fall in der Lage sein, hier ein bisschen zu chippen. Jetzt bringe ich hier noch ein Holz rein. Und das Game, ja, ich dachte gerade, das Game ist gewonnen, aber ist es natürlich noch nicht. Das Game ist natürlich noch nicht gewonnen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Jetzt gibt es die Dings rein, Dings. Und wir haben halt so einen schnellen Zeiger. 24-7 kommen die E-Spirits reingeschallert. Und das ist genau das, was du als Sparky-Spieler halt nicht willst. Du willst als Sparky-Spieler nicht gegen viele Spam-Decks, gegen viele Zeigekarten spielen. Weil das macht das Matchup natürlich sehr, sehr schwierig. Weil, ja, wie gesagt, Sparky wird ja von den Karten gecountert. So, ich bringe jetzt hier mal, ich bringe, glaube ich, einfach noch Safety First den Feuerball. Warum? Weil ich sowieso so gut wie gewonnen habe. 14 Sekunden auf der Uhr, wir gewinnen das Spiel gegen Sparky. Ein richtig gutes Win gegen Sparky, ein richtig guter Win gegen Lava und, gegen Golem. Das sind wirklich zwei Decks, wo man sagen muss, die werden aufgespielt und das zeigt einfach perfekt, wie ihr gegen diese Decks zu spielen habt. So Leute, drittes finales Game gegen Karl, The Legend. Schauen wir mal, ob er mich jetzt besiegen kann. Viel Glück auf jeden Fall an Karl. Mal schauen, was Karl hier kann. Ich würde sagen, bringen vielleicht jetzt mal den Royalen Ghost de Reno rein. Und mal schauen, was er dagegen setzt. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Okay. Gegner. Karl Detschen spielt hier einen Grabstein. Ich glaube, er denkt, ja, oder ich glaube, also, ja, kam, warum er den so gespielt hat. Finde ich auf jeden Fall interessant. Vielleicht, ja, hat er genug andere Antworten noch gegen uns. Deswegen hat er gedacht, okay, er spielt den Grabstein lieber low. Keine Ahnung, muss ich ihn mal fragen, was er damit gedacht hat. Hier auf jeden Fall mal die Archer Queen rein. Scale ich mal hoch. Ich glaube, ich bringe jetzt sogar noch actually einen Ghost an die Brücke, weil es sieht nach Lava-Hund aus. Oder es könnte natürlich auch eine Graveyard-Variante sein. Okay, er spielt jetzt hier den Lava-Hund rein. Okay, die Archer Queen, wo ist die Archer Queen drauf gefokust? Okay, auf den Mighty Man. Da wird der Mighty Man auf jeden Fall mal gelockt. Und ihr Bild hier wird jetzt perfekt gezündet. Sehr, sehr gute Zündung. Was ich jetzt mache, ist einfach hier links mit Fischer-Dings reingehen. Okay, der Ballon wird noch etwas gehittet. Okay, wir haben hier leider nichts im Zeige gerade. Das ist natürlich nicht optimal. Königsgeist am Money Bridge. Skelette rein. Okay, jetzt gibt es hier die Archer Queen. Okay, das müssen wir jetzt auf jeden Fall hier Feuerballen plus E-Spirten. Okay, es wäre relativ nice, wenn wir gleich den nächsten Feuerball hätten. Oder brauchen wir überhaupt den nächsten Feuerball? Ich glaube nicht, Junge, Broken Screen! Okay, ich meine, das ist, als ob das irgendwas Neues wäre, ne? Ja, die ist ja schon seit Jahren broken. Okay, Königskrise rein. Holz. Okay, sehr gut. Gucken, was er jetzt macht. Feuerballen wir mal so.
Denke, Feuerball ist actually sehr, sehr strong. Guter Feuerball von Morten Royal. Hier zünden wir die Ability. Okay, das war nicht so gut. Hilfe. Das war nicht so gut, dass wir die Ability da gezündet haben. Feuerball rein. Feuerball. Flawless Defense. Okay, wir sind back. Triple Elixir Time sollte eigentlich relativ gut sein für uns. Skellies und Dings rein. Warum? Falls sein Mighty Miner bringt. Okay, ich hätte vielleicht die Ability nochmal zünden. Bring jetzt mal Ghost auf den King Tower. Okay. AG rein. Okay, wir zünden jetzt schnell instant die Ability. Die Ability kommt rein auf den King Tower. Ist viel los von uns beiden. Oh mein Gott, der letzte hätte es nicht rauskommen. AG ist dran, AG ist dran. Wir gewinnen das Spiel. Oh mein Gott, was ein knappes Game. Wenn euch das heutige Clash Royale Video gefallen hat und ihr gerne mehr Content sehen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und schreibt gerne in die Kommentare, was ist eurer Meinung nach das beste Deck und wie viele Siege habt ihr in der Challenge geschafft. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Danke fürs Anschauen und ciao, Leute.